Hallo, liebe Camper, einen wunderschönen guten Abend aus Dinkelsbühl. Ja, was sehen wir hier? Einen wunderschönen Tournee, den kennt ihr ja schon bereits, der war bei uns schon in der Ausstellung gestanden, da haben wir auch schon eine schöne Roomtour gemacht. Warum steht er hier? Weil er wartet auf seinen neuen Besitzer. Der wird jetzt die Tage ausgeliefert. Wir haben dann heute innen schon komplett hergerichtet. Komplett geprüft, was wir natürlich immer machen bei unseren Fahrzeugen, ist alle Geräte durchtesten, Heizung, Wasser, Dichtigkeit, Gas, ob die Geräte astrein funktionieren, ob alles wunderbar passt, Markisen und, Außenbeleuchtung, Kfz, Ölstand, Druck, Luft und, was da alles zu tun ist. Und hier haben wir schon unsere Mika-Tassen hingestellt, die der Kunde natürlich mitbekommt. Und so haben wir innen schon alles picobello sauber gemacht, alles schön rausgesaugt, alles geputzt. Also hier gehen wir nicht mehr rein. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass das Fahrzeug von außen geputzt wird. Das machen wir kurz vor der Abholung. Haben schon alle nötigen Teile auch montiert, alles installiert, Gasflasche reingemacht, die Anhängerkupplung installiert und. Unsere neuen Nummernschilderhalter hingemacht. Da haben wir nämlich auch schöne. Die haben wir jetzt mal testhalber bestellt. Da weiß ich noch nicht, ob ich die vom Design her beibehalte, aber ich glaube, mir gefallen die ganz gut. Ja, so schauen die aus. Also ich finde die ganz schick. Und ja, ich denke, die werden wir so beibehalten. Die finde ich ganz interessant. Jo, dann liegt hier schon der Schlüssel parat. Den nehme ich gleich wieder mit. Der muss dann nochmal weggespart werden, nicht dass uns das Auto hier noch rausschieben. Unser Mika-Hase ist natürlich noch dabei, ganz klar. Jo, da sind wir gut durch, weil das Auto wird, ja, Anfang nächster Woche wird es abgeholt und dem Kunden ordentlich und sauber übergeben. Und ansonsten sehen wir, dass wir nichts sehen, weil die Werkstatt leer ist. Heute hat man einen kleinen Notpatienten da. Da hat mich heute der Kunde angerufen. Ja, er hat ein Auto und mit Büttner Solaranlage, aber da kommt nichts rum, da geht nichts rein. Er hat einen Batteriecomputer, der zeigt immer nichts an, ob er vorbeikommen kann. Ich meine, wir haben uns jetzt heute ein bisschen die Woche und nächste Woche ein bisschen luftiger gehalten, weil wir natürlich unseren Event vorbereiten müssen. Und seht ihr schon hier, wir haben hier schon mal genutzt, auch die Werkstatt ein bisschen sauber zu machen, hier das Werkzeugbrett grün zu streichen, alles sauber hinzuhängen. Und eine ganz tolle, ich meine, ich muss ja immer wieder sagen, ich kann mich so glücklich schätzen und bin da mega stolz drauf, solche Mitarbeiter zu haben. Um ein bisschen Ordnung zu halten, was haben wir gemacht? Er hat wirklich die ganzen Dinge fotografiert hier und hat die hinter jedem Gerät dann einlaminiert und sauber hingehängt. Also ganz mega tolle Idee, so weiß man sofort, wo muss was hin, welcher Schrauber gehört genau wohin. Hier unsere Presszange, wo muss alles hängen, die Taschenlampen und. Also finde ich echt mega, hier haben wir Platz gelassen, weil hier fehlen noch, da kommen noch Geräte dazu, hier kommt auch noch ein Gerät rein. Also muss ich echt sagen, top. Also ist heute auch extra länger geblieben, um das fertig zu machen. Also echt geil. Also wenn man solche Mitarbeiter hat, kann man sie echt nur glücklich schätzen. Also top, ganz lieben Dank an euch. Ihr seid alle spitze und ohne euch wäre das hier sowieso alles gar nicht so machbar. Aber zurück auch zum Thema, deswegen haben wir uns eben ein bisschen Luft gehalten, damit wir hier die Werkstatt schick machen, weil hier ja unser Mega-Event stattfindet. Wo ich jetzt gleich im Anschluss euch auch noch ein bisschen was dazu sage mit Karte und so weiter. Aber zurück zum Kunden, der da war und er wollte eben und hat eben gemeint, da kommt nichts rein und da müssen wir unbedingt was ändern. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann komm halt vorbei, wir haben Luft, also dann schauen wir uns das heute natürlich noch an. Dann kam er und dann haben wir uns das Ganze angeschaut. Die Solaranlage, sauber montiert, muss man sagen. Das Einzige, was wir halt durchgemessen haben, was wir wieder festgestellt haben, dass der
EBL, also sprich der Solarregler als solches, über ein EBL angeschlossen war. Grundsätzlich, ja richtig, kann man machen, das ist vollkommen okay. Ich persönlich sage nur, ich würde es nie tun, weil wenn man die Solaranlage über einen EBL-Block jagt, ist für mich, für mein logisches Verständnis, der EBL-Block immer so ein kleines Nadelöhr. Wir reden immer von Querschnitten, wir müssen den Strom vom Querschnitt her nach unten bringen und so weiter. Im EBL-Block selber verläuft sich das Ganze ja dann auf die ganzen Platinen und hin und her, und ich halte es einfach oder habe das schon im Vorfeld immer für sehr sensibel und sehr schwierig gehalten. Und dass da viel verloren geht, war mir eigentlich schon immer bewusst. Und jetzt haben wir heute es wirklich gemessen und haben dann die Solaranlage vom EBL-Block abgenommen und haben die natürlich direkt an die Batterie geschlossen und haben da Sicherungen einbaut und dementsprechend die Kabel noch verlegt. Und siehe da, auf einmal rennt die Solaranlage los und macht, was sie soll. Also der EBL-Block ist wirklich so ein kleines Hindernis, wo ich persönlich überhaupt nicht begeistert bin. Und wenn wir Solaranlagen bauen, bauen wir die nie über einen EBL-Block oder über sonstiges, sondern Solarregler, Sicherung, Batterie. Das ist unser Ding, und da sage ich, da fahre ich am besten damit und der Kunde auch, weil da hat er dann wenigstens die Gewährleistung, dass da nicht nochmal ein Nadelöhr dazwischen hängt und damit das alles sauber funktioniert. Ja, und drum haben wir uns eben ein bisschen Luft gehalten, damit wir hier alles sauber machen können. Ihr seht, mein gut, wenn man immer jeden Tag hier arbeitet, Druck ist, dann muss man auch mal die Zeit nehmen, damit man hier wieder ein bisschen Ordnung schafft, um eben euch dann auch hier unsere Halle zur Verfügung zu stellen. Da kommen dann nur Stehtische hin, das wird alles nur aufgeräumt. Und da brauchen wir halt auch ein bisschen Zeit. Und die haben wir uns jetzt dafür genommen, damit das ein ganz toller Event wird. Da müssen wir auch noch außerhalb nur ein bisschen was vorbereiten, alles nur ein bisschen schick machen. Und da freuen wir uns schon richtig drauf. Also das wird richtig toll. Und dann haben wir natürlich auch da draußen, da haben wir auch nochmal so ein kleines Lager, wo wir hier unsere ganzen Wechselrichter, Akkus und so weiter haben, wo wir dementsprechend auch noch Werkzeug haben, und hier hängen unsere ganzen Kabel entsprechend an der Wand. Jetzt sieht man es nicht. Wartet, ich mache mal Licht. Voila. Hier hängen dann unsere ganzen Kabel an der Wand, wo wir immer so verbauen. Alle Quadrat dementsprechend, damit wir da die ganzen Möglichkeiten auch bieten. Hier haben wir natürlich immer Holz und Kabelkanäle und ja, alles, was wir so brauchen, und hängt hier rum und steht hier, ob es Dieselheizungen sind, ob es Wechselrichter sind, ob es Akkus sind, Ladebooster haben wir da, dann haben wir hier nur Solarplatten, Spoiler, Zubehör und so weiter haben wir immer da. Und ja, demnächst wollen wir auch noch ein bisschen aufrüsten, was das Lager betrifft, weil wir haben hier neben der Halle nur ein bisschen Platz, da können wir dann auch noch ein bisschen mehr lagern, da kommt nur ein großer Container hin, wo wir dann auch noch ein bisschen Zwischenlager schaffen können, um da auch noch ein bisschen was mit einzulagern. Ja, aber jetzt höre ich gerade das Quasseln auf. Jetzt gehen wir weiter an den PC, und da zeige ich euch an der Karte mal genau über unseren Event, wie der abläuft, was auf euch zukommt, wo was stattfindet. Und das schon mal so ein kleiner Vorgeschmack. Und ja, da schalte ich jetzt mal um und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! So, hier haben wir jetzt einmal eine Satellitenaufnahme von unserem Event bzw. von der Location, wo wir unseren Event stattfinden lassen. Und zwar, wir sehen, hier sitzen wir, Mika Caravan, wir sind hier vertreten, und die umliegenden Parkplätze sind wie folgt verteilt. Ich habe die jetzt hier mal gekennzeichnet mit einmal P1, das ist der Platz, wo schon vielen Kunden von uns geläufig ist. Das ist ein richtiger Wohnmobilstellplatz mit Strom und allem drum und dran. Dann haben wir hier den P2 als Ausweichparkplatz für alle Fahrzeuge, wo autark stehen können. Und hier sind wieder wir. Wenn wir die Straße wieder weiter hier rüber gehen, kommen wir hier gleich zum P3. Ich habe die jetzt einfach mal so benannt. Und hier kriegen wir auch etliche Fahrzeuge unter.
Und wenn das uns noch nicht reicht, haben wir hier die Straße runter und hierüber nochmal einen P4, der ist hier vertreten. Und bei dem P4, da haben wir nochmal richtig viel Platz. Ich schwenke da mal kurz rüber. Also hier passen richtig gut Autos hin. Das ist überhaupt kein Thema. Also für Unterkunft ist entsprechend gesorgt. Und wie vorhin schon mal angedeutet habe, wir werden auch am Samstagmorgen euch versorgen mit Backwaren. Da wird ein Auto fahren, ein kleiner Transporter. Und da werden wir euch natürlich Brötchen und frische Brötchen und ein bisschen Backwaren entsprechend an die verschiedenen Plätze bringen und euch entsprechend die Sachen auch bringen. Hier haben wir es jetzt in einer normalen Ansicht nochmal kurz. Das grüne U hier, na, hier sind wir wieder. Hier sehen wir wieder den P1, hier sehen wir P2, hier gegenüberliegend auf der anderen Seite P3 und hier unten haben wir den P4. So, jetzt haben wir hier unten nochmal ein Kreuz, genau da, wo meine Kugelschreiberspitze ist, das grüne Kreuz hier. Da findet am Samstagabend bei uns natürlich hier und auch hier unten entsprechend so ein bisschen Abendprogramm statt, wo man einfach ein gemütliches Beisammensein pflegt, sich austauschen kann, ein Bierchen trinken, gemütlich was zu essen bestellen. Hier gibt es leckere Burger und kleine Häppchen und alles Mögliche. Wie aber auch natürlich bei uns, da gibt es auch einen Imbisswagen, wo man einiges bekommen kann. Also da muss keiner hungern, da ist richtig dafür gesorgt, damit wir da dementsprechend genügend haben. Wir werden das Ganze natürlich auch noch ausschildern. Wenn ihr anreist, werden hier auch entsprechend Posten stehen, die euch dann dementsprechend den Weg weisen und auch zuweisen, wo ihr steht und wie man das am besten handelt und wo man am geschicktesten unterkommt. So, hier sind wir wieder beim Miga Caravan, ihr seht, die Nummer 1. Das betrifft jetzt eigentlich hier der Plan eher den Samstag. Wir werden aber auch hier noch Markierungen auf den Gehsteigen oder beziehungsweise auf der Straße machen, weil wir zwei, drei kleine Sachen haben. Also einmal sind wir hier, wo der ganze Samstag natürlich der Rummel geht. Unter anderem aber auch hier bei der Firma Rommelsbacher. Auch hier gibt es einiges zu sehen. Da haben die einen Werksverkauf zu dem Zeitpunkt. Und da kann man sich informieren über Elektrohausgeräte aller Art. Da werden wir aber nochmal ein gesondertes Thema vorab bringen, weil da ganz viele Dinge auch dabei sind, die ganz, ganz interessant sind für den Campingbedarf. Sei es einzelne Induktionskochplatten, sei es kleine Grills, sei es kleine leichte Alleskönner. Also lasst euch überraschen, da gibt es ganz viele Produkte, wo wirklich, wirklich fürs Camping mega interessant sind. Und da werden wir auch mit dem Camper Tobi nochmal ein Video drüber machen. Also das wird eine ganz tolle Geschichte. Ja, und hier auf dem Platz 3, das ist ja bei uns der P2, der hier davor ist. Dann ist hier ein kleines Gebäude. Hier, wenn das Wetter passt, der Kollege, der da vor Ort ist, der hat eine kleine Oldtimer-Sammlung von Unimogs. Und ich habe mit ihm gesprochen, wenn das Wetter passt, ist er auch gewillt, da mal ein oder zwei Unimogs rauszuholen und eventuell, wenn da Interesse besteht, mit euch auch mal eine Runde zu drehen. Also auch das bieten wir an und wird möglich sein und dann natürlich auch ganz viel hier bei uns. Aber ich will da jetzt gar nicht zu viel verraten, weil sonst wisst ihr ja schon alles und ist überhaupt keine Überraschung mehr dabei. Somit machen wir das im Nachhinein natürlich auch hier vor Ort. Wir haben ein entsprechendes Programm geschrieben, beziehungsweise ein Programm dementsprechend dargelegt, wo auch hier überall aushängt, damit ihr auch wisst, wann, wo, was ist und wie ihr wohin kommt. Wir haben genug Leute hier, die euch den Weg weisen und wird
Also ein richtig schönes, entspanntes Camperwochenend. Und da freuen wir uns schon richtig drauf. Und einfach mal miteinander reden und ein bisschen quatschen und ein bisschen feiern, was trinken. Also das wird eine richtig tolle Sache. Sind wir richtig glücklich drüber, dass so viele kommen. Da finden wir echt richtig mega. Und dafür auch nochmal ganz, ganz lieben Dank für die ganz großen, vielen Anmeldungen. Also echt bombastisch. Ich glaube, aktuell sind wir so knapp bei 90 Fahrzeugen, die sich angemeldet haben. Wenn da wirklich alle kommen, dann wird es richtig lustig, richtig schön. Wir freuen uns drauf. Ein bisschen Platz haben wir noch, ist kein Thema. Also wenn nur ein paar Kurzentschlossene dabei sind, ist das auch kein Problem. Eine Woche haben wir ja noch Zeit. Da wird man uns natürlich noch freuen. Auch ohne Wohnmobil kann natürlich gekommen werden, die hier im umliegenden Kreis wohnen, kann natürlich auch mit dem PKW nur Samstag angereist werden, auch möglich. Also viele Optionen sind dann natürlich machbar. Und Sonntag haben wir dann auch noch eine kleine Überraschung, und zwar sorgen wir da in der Früh für ein Sonntagmorgen Weißwurstfrühstück. Und dann kann man, wenn man möchte, auch noch in Dinkelsbühl eine Altstadtführung mitmachen. Das ist auch sehr interessant, weil Dinkelsbühl hat viele Sehenswürdigkeiten, wo da zu sehen sind. Auch das kann man noch mitmachen. Wir sind natürlich auch noch den ganzen Sonntag da und haben nur richtig Spaß mit euch. Und ja, wir freuen uns mega. Und ja, so schaut's aus und so wird das Ganze stattfinden. Ich werde allerdings, weil ja auch der Camper Tobi mit an Bord ist und auch noch etliche andere YouTuber, die auch kommen werden, also da wird auch noch ein bisschen was passieren, da will ich aber auch noch nicht vorgreifen. Und ich werde aber am Samstag, nehme ich an, Freitag, Samstag, kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen, werden wir nochmal ein kleines Video mit dem Tobi machen und werden euch da über den Tobi sein Kanal nochmal fleißig informieren und auch hier nochmal ein paar Neuigkeiten entsprechend mitteilen. Ich versuche auch nochmal ein paar Drohnenaufnahmen zu machen, damit man auch die Plätze nochmal von oben richtig sieht, um euch da dementsprechend alles zu zeigen, damit ihr euch im Vorfeld schon mal gut informieren könnt über dieses Video. Jo, dann wünschen wir euch, wir werden uns natürlich nächste Woche auf alle Fälle nochmal sehen, weil wir haben nächste Woche einen ganz tollen Umbau, da nehme ich euch auch nochmal mit und den werde ich euch natürlich auch vorstellen und auch zeigen und da wünschen wir uns bis dorthin schon mal alles Gute. Da hören wir uns auf alle Fälle nochmal. Und ich bin riesig mega gespannt auf unseren Event. Da freuen wir uns richtig drauf. Schaltet wieder ein, schaut das nächste Video an. Da haben wir richtig schönen Umbau mit allem drum und dran, was man sich vorstellen kann. Da nehme ich euch auch wieder genau mit, wie, was, wo wir was genau verbauen. Und wie wir die Kleinigkeiten handeln. Morgen haben wir jetzt nicht so viel auf dem Programm, weil wir viel vorbereiten schon. Wir stecken schon richtig groß in die Vorbereitungen für unseren Event. Aber nächste Woche geht hier wieder richtig was los. Ja, also über ein Like von diesem Video würde ich mich natürlich freuen. Genauso wie ich mich natürlich unheimlich freue, wenn ihr unseren Kanal abonniert, um nichts zu verpassen, um immer dabei zu sein. Und da freuen wir uns auch schon riesig drauf, über jeden neuen Abonnenten. Und verpasst das nächste Video nicht, vielleicht die Glocke drücken, dann bekommt ihr immer alles mit. Und ich fahre auch, und das möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz anteasern, ich fahre für euch auch auf die Caravan Salon. Auch hier werden wir uns etliche Male sehen. Auch da werde ich euch mitnehmen. Und gerade im Technikbereich haben wir da bestimmt einiges Neues zu entdecken. Und ja, da freue ich mich drauf. Und jetzt ist aber gut mit meinem Gebabbel. Bis dahin, alles Gute. Bleibt gesund, macht es gut und Daumen nach oben. Alles Gute, schöne Grüße aus Dinkelsbühl. Bis bald. Ciao, ciao.